Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Beratungsblitz. Neben mir der internationale Meister Nicolas Löwe. Hallo Nicolas. Hallo. Schön, dass du mit uns blitzt. Ja, und freut mich, wir hier sind zu auch sein. schon drin in einer Partie. Wir wollen deswegen auch gar nicht viel Zeit verlieren, sondern fangen gleich an, schnacken nicht viel los im Intro, sondern spielen Schach. Ich habe schon mal D4 gespielt. Ich weiß, dass du erstens D4 meistens spielst. Und nicht meistens. Immer. Selten. Selten, okay. D4 springen F6. Lass uns erstmal einen Zug machen, dann können wir weiter philosophieren. Okay, bist du D4-Spieler? Nee, gar nicht. Springer C3 spielst du hier, ne? Ja, also okay. Ich spiele es mehr im Blitz und dann mit Springer C3. Ich gebe es zu, auch manchmal in Turnierpartien. Ja, und jetzt greife ich zu Läufer F4 häufig. Läufer F4, okay. Also wir haben hier eine Viertelstunde Partie, also eine 15-Minuten-Partie. Wir nehmen uns ein bisschen mehr Zeit. Oh ja. Prominenten Wunsch unserer Zuschauer. Und ja, wir werden in dieser Partie ein bisschen mehr Zeit für unsere Erläuterung haben und hoffentlich nicht auf Zeit verlieren. Unser Gegner spielt hier Springer C6, macht es uns gleich. Was ist davon zu halten? Ich würde sagen, nein! Oh, bloß nicht ziehen. Was ist mit Springer B5? Also ich meine, ich habe so schon mal relativ leicht in ein paar Blitzpartien gewonnen und ich habe es nie nachgeprüft in der wirklichen Analyse. E5 ist ja, Pflicht. Den nimmt man D5, weg. Ne? Also Springer C6 könnte schon ein entscheidender Fehler fast sein, weil es Springer B5 eben ermöglicht. Ansonsten hätte man ja mit Schwarz hier mit Springer A6 mal den Bauern decken können. Genau, das ist richtig. Aber so haben wir jetzt erstmal einen Bauern mehr und nach Springer E4 können wir sogar E6 noch überlegen. Genau. Genauso wie... Springer, wow. Ja. Ich befürchte fast, das wird kein langes Video. Das denke ich auch, ja. E6 und jetzt hängt hier dieser Springer. Ah, na, Springer E5. Und hier haben wir wieder die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Springer E5. Gut, aber. Springer F3 oder EF7? Was? Aber wie geht's denn weiter? EF7, Springer schlägt F7, scheidet aus, weil dann Springer schlägt C7, kommt also König schlägt F7 und das läuft doch auch schon wahnsinnig in Sachen wie Läufer E5, Dame H5 oder so rein, oder? Was sagst du dazu? Erstmal müssen wir den Bauern loswerden dafür. Ach, siehst du, ja, den haben wir auch noch. Wir haben auch noch die Idee Dame D5, Dame D5, Springer C7. Genau. Würdest du das vorziehen? Dann nimmt er am Ende auf E. Ja, das ginge schon. Aber die Frage ist, ob Dame schlägt. Dame D5 sieht aber eigentlich ganz stark aus. Wie wäre es mit einer Kombination von dem, was du dir gerade gewünscht hast? Springer F3. Aber vorher mit EF7 und dann Springer F3. Dann haben wir einen Bauern mehr. Schwarzer König auf F7. Wenn er auf F3 nehmen sollte, hat er wieder arge Probleme mit C7. Ja, wir spielen mal nicht Dame D5, das würde die Damen tauschen. Wir wollen ein bisschen Spannung hier in die Partie reinbringen. Dass es wild bleibt. Also ich würde das schlagen auf F7. Wieso nicht gleich Springer F3? Vielleicht geht sogar direkt Springer F3. Und dann Läufer D6 vielleicht. Schwarz hat auch noch dieses Manöver, könnte dann auf F3 nehmen. Sagen wir GF3 oder EF3. Läufer B4 Schach, C3, Läufer A5 könnte auf diesem Wege diesen Bauern decken. Ja, ist richtig. Ja, fast die Qual der Wahl hier, ja, vor der wir stehen. Aber alles sieht sehr gut aus. Es gibt schlimmere Wahlen, die man manchmal treffen muss, als wie man so eine wunderschöne Stellung denn noch besser haben möchte. Aber bevor wir auf Zeit verlieren, was machen wir? Nehmen auf F7 spielen, springen F3. Ich glaube, ja, da machen wir nicht viel falsch. Wenn man sich nicht absolut sicher ist, dann so nehmen auf F7. Der König von Schwarz ist jetzt auf Dauer schwach und... ja, das zumindest neben den Bauern mehr ist das ein dauerhafter Vorteil, den wir behalten werden. Also. Und Läufer D6. Ja, den können wir jetzt auch nehmen. Wir können auch auf D5 einfach nehmen. Ja, wir können. Das spricht eigentlich nichts. Wobei Läufer E6, Springer G5, Dame schlägt G5. Dame schlägt E6. Dame schlägt E6. König schlägt E6. Läufer schlägt G5. Sieht gut zwei aus. Zwei mehr Bauern. Sollte klappen. Und ein König auf E6, das ist, hat man ja auch nicht alle Tage. Ja, das sollte klappen. Könnte mir vorstellen, dass unser Gegner hier gar nicht Läufer E6 spielt, sondern was anderes. Dann haben wir natürlich auch, er spielt es doch. Ja, Springer G5 müssen wir nicht, aber können wir natürlich mal machen. Ja, ich denke irgendwie in Kombination dann mit einem Springer, der noch auf D6 nimmt, dann haben wir das Läuferpaar und zwei Bauern mehr. Wir können auch erst auf D6 nehmen und die Dame wegziehen und matt setzen. Oder ja, auf matt setzen. Gefällt mir, ja. Oder Springer G5, Dame G5. Guck mal, Springer schlägt D6 Schach, CD6, Dame E6.
König E6, Läufer G5 spielen. Zwei Bauern, zwei Läufer. Das war das, was ich eingangs meinte, ja. Ja, mir egal. Na komm, spielen wir Springer G5. Gehen wir erstmal in Schach, dann... Wir können auch schon Dame E6 als Pre-Move machen. Wobei wir wollten ja auf D6 vielleicht dazwischen beißen. Obwohl wir das wohl gar nicht müssen, weil er ja keine große Wahl hat. Ja, obwohl, dann hat er noch diesen wirklich schlechten Bauer auf D6, deswegen lass uns das mal einschieben. Ansonsten könnte er vielleicht mit dem König nehmen irgendwann. Weil wegziehen verbietet sich ja, weil dann der C7 wieder ungedeckt wäre. Nach unserer ganzen Schlagarie. Ja, du bist jetzt ein bisschen in einer anderen Variante. Gut, als aber... Du. Ja, als ich. Okay. Ja, zwei Mehrbauern, das Läuferpaar. Dürfte nicht mehr allzu spannend sein. Probieren wir mal, diesen technischen Teil relativ schnell hinter uns zu bringen. Wir könnten vielleicht den Läufer sogar hier für ihn chittieren. C3 sollten wir nicht spielen. Lange Rochade. A3. Ja. Also über den Zug habe ich auch ehrlich gesagt gerade nachgedacht. Ich denke, wir sollten vielleicht sogar lang rochieren. Ist ja auch nicht so schlimm. Ja, dass wir können auch einfach König D1 spielen. Dann kommt Springer und G4. Dann haben wir das nächste Problem. Gut, das könnten wir noch mit Läufer H4 lösen. Stimmt. Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen also wirklich keinen Bauern abgeben. Wir geben einfach den Bauern zurück. Vielleicht etwas arrogant von uns hier gespielt mit, mit dem Läuferpaar und dem sicheren Gefühl des Sieges mit dem großen Vorteil. Aha, Springer G4. So, ja, nee, so. Ja, der Springer auf A2 hängt. So, ne? Ja. Das könnte man ausnutzen. Könnten nehmen und dann Springer F2, G3 spielen. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall das Abzugsschach auf H3 und dann, das sollten wir tun, oder? Wir können noch Turm D4, Springer F2, Turm G1 spielen. Und dann hat der Springer ja, keine Ja, das Fälle. Ist noch besser, ja. Findest du gut? Ja. Da Machen kommt der Großmeister raus. Oh. Nicht nur Vorteil Danke. Suchen, sondern den größten Vorteil, den man nur irgendwie bekommen kann. Doch, ja. Schöne Idee, Turm D4. Die Stellung ist aber relativ beliebig. Aber nach Springer F2, Turm G1 hätten wir beide Springer ja, so ein bisschen gefangen. Auf der zweiten Reihe gefangen. Mit einem Turm auf D4, das ist doch was. König E5 würde sich dann anbieten, dann können wir aber auch E3 spielen oder Turm F4. Da sollte nicht mehr allzu viel schief gehen. Turm F4, H6, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Oder Turm A4 einfach, das geht. Ja. Also unser Gegner hat jetzt mit seinen Springern beide Bauern zurückerobert, die er vorhin noch weniger hatte. Aber jetzt haben sich seine Springer eben ein bisschen verlaufen. Ja, Turm C8, wir können jetzt natürlich schlagen. Und Figur ist Figur. Können wir auch so einen Zug wie G3 vielleicht überlegen. Der Springer läuft auch nicht weg. Oder Läufer E3 um... Und den erstmal... Dann kommt Turm F8 wahrscheinlich. Oder Läufer H4 auch Turm F8. Ja, sollen wir einfach mal die Figur jetzt nehmen... Ja. Reicht ja nicht, ne? Nachher kommt ich weiß noch nicht, über die erste es, Reihe. Es läuft im Moment nicht weg. Deswegen. Turm F4 könnten wir auch überlegen. G3. Das Einzige, was noch nicht gefällt, ist der Läufer auf F1. Ja, G3. Wir drohen jetzt zum Beispiel dann auch Läufer E3, Turm F8 schlagen und Läufer H3 Schach. Ja. Das stimmt. Ich hatte ein bisschen an E3 überlegt, um den Läufer auf F1 ganz normal ins Spiel zu bringen, ja, zum Beispiel. Stimmt, das wäre auch gegangen. Und vielleicht auch einfach zu sagen, ja, was willst du denn ziehen? Jetzt, du hast Turm C8, okay, wenn wir auf A2 nehmen, dann nimmst du auf C2, aber rauskommen tut der Springer ja trotzdem noch nicht, ne? Wir können jetzt auch Läufer G2 spielen mit der Drohung Läufer D5 Schach. König Weil so E5 stark ist dann? Die Drohung halt nicht. Wir könnten jetzt auch nehmen, wir könnten auch E4 spielen. Oder Läufer E3. Läufer E3 ist ein bisschen plump. Ja. Was Einfach ja mal Läufer G2 muss. Vielleicht. Ja, ich denke. Dann haben wir zumindest die Möglichkeit, oder wir nehmen ihm die Möglichkeit, nach zum Beispiel Springer B4, Turm schlägt B4, den Springer von F2 über D1 noch ins Spiel zu bringen, wollte ich gerade sagen. Ist er da überhaupt im Spiel? Ja. Das sind so Varianten, die du befürchtest. Springer D1. Nein, ich sorge mich im Allgemeinen darum, dass einer dieser Springer jemals noch mal ins Spiel zurückfindet. Ja, einer wäre nicht schlimm. Das wäre aber mehr, als ich ihm gönne. Du willst beide Springer absacken.
Ja, einsacken. Doch, ja. In der Tat. Unser Gegner macht sich Sorgen um seinen Beber und spielt hier B6. Ja. Kann man machen. Was hältst du von... Ach nee. Wie wär's mit Turm F1, mit der Drohung Turm schlägt F2? Wobei, das droht nicht so richtig, weil nach Läufer A3 immer König E5 kommt. Wir können ja auch Turm A4 spielen und dann den Springer mit dem Turm abholen. Können wir auch. Aber dann lassen wir den halt raus. Ja, ich hatte und auch schon Läufer F4 jetzt in Betracht gezogen. Lässt aber auch wieder einen Springer raus. Ja, aber dann hängt D6 noch. Ja, vielleicht sollten wir das einfach mal tun. Ja, außerdem drohen wir dann auch auf A2 zu nehmen. Naja, das drohen wir ja sowieso. Ja, mit dem Läufer über D5. Läufer D5 Schach und Läufer A2. Ja, also die Stellung ist natürlich beliebig gewonnen. Wir machen uns noch einen Spaß draus hier. Aber das... Naja, gut, jetzt ist wirklich sehr viel mehr Material, aber wenn man in der Partie mal haben wir nichts mehr. Stimmt, ist richtig. Aber wenn man in der Partie mal ein Bauern mehr hat oder vielleicht zwei und ja, häufig muss man auch da noch vernünftig weiterspielen und nicht nachlässig werden. Und es gebührt ja auch irgendwie die Ehre, dass man, also wenn man so eine Stellung hat, dass man ihn nicht wieder rauskommen lässt. Du fühlst dich da in deiner Ehre gepackt? Ja, sicher, natürlich. Okay. Die meisten Spieler hätten vielleicht mehr Sorge um ihre Elo oder um den Mannschaftskampf oder Turnierstand, aber du spielst um die Ehre. So kann man das nicht sagen. Nein, aber... ich finde, es gehört auch dazu, wenn man eine Gewinnstellung hat, das gebührt irgendwie dem Ehrgeiz, dass man dann wirklich auch das sauber durchzieht und keine Chance mehr zulässt. Ja, es ist ja nichts ärgerlicher, als eine Gewinnstellung wegzuschmeißen. Ich bin jetzt mal so frei und mache hier dieses von uns angedachte Manöver, sogar mit Pre-Moves. Ich hatte mal eine Phase, wo ich sehr viele Gewinnpartien nicht verwerten konnte. Das war sehr ärgerlich. Ja. Ja, ich kann mich erinnern, einmal habe ich dieses First Saturday in Budapest mitgespielt und hatte von 11 Runden 9 Gewinnstellungen und die anderen beiden waren auch klar besser. Und wie viel hast du gewonnen? -1 geholt. Oh. Also -1 bedeutet im Endeffekt 5 aus 11 hast du geholt. Oder ist das -1,5? Ja, ich glaube, ja, 5 aus... Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall habe ich sehr, sehr schlecht gespielt und sehr viele Punkte dort verloren. Aber das unterschätzt man häufig. Man denkt, wenn man eine Gewinnstellung hat, dann gewinnt man. Aber jeder, der von euch regelmäßig Turnierpartien spielt, der wird das kennen, dass sich auch der Erwartungshorizont ändert sich. Es ist leichter, eine leicht schlechtere Stellung zu spielen, weil man einfach nicht unter dem Druck steht, dass man hat nicht mehr allzu viel zu verlieren, wenn die Stellung ohnehin schlecht ist. Aber wenn man auf Gewinn steht, dann ist natürlich immer so, jetzt muss man auch vernünftig weitermachen. Ne? Apropos vernünftig weitermachen, ich habe mir die Freiheit genommen, hier einfach mal fortzusetzen. Das sehe ich schon. Und der Gegner hat Springer H3 gespielt. Du möchtest den E2 opfern. Ach, das ist kann ja alles haben von mir aus. Ich werde ihn gleich matt setzen. Das ist zumindest der Plan mit den beiden Läufern und den Türmen. Okay, dann... Auf E6, sobald da ein Läufer auftaucht, ist natürlich auch tödlich. Dann sag mir wo. Wo stellst du dir das matt vor? Irgendwo. Mal sehen. Ich mache erstmal Läufer E5 Schach. Also das wäre ja gelacht, wenn ich hier nicht matt setzen könnte. Aber Turm steckt E2 sieht schon aus wie der beste Versuch. Das und dann mal schauen. Jetzt bin ich aber auch gerade da. Ich sehe schon Matt-Motive. Ja, ich auch, aber ich sehe kein Matt. Och. Motive, ja, natürlich, mit zwei Läufern und zwei Türmen. Ja, da machen wir gleich mal Läufer E6. So, also so langsam dominieren wir ein bisschen. Tja. Die Stellung. Ich kann mich nicht beschweren. Unser Gegner übrigens von den Philippinen, 729, oh Gott, Flaggenkunde, Tschechische Republik. Ja, so schnell kann man daneben liegen. Philippinen sieht aber so ähnlich aus, die Flagge, oder? Wie komme ich jetzt drauf? Das musst du jetzt natürlich sagen. Sonst hättest du es ja nicht verwechselt. Nein, ich gebe das offen zu, dass ich mich da nicht so auskenne. Ich halte einfach die Maus drauf und dann weiß ich es gut. Natürlich, ein paar Flaggen kennt man. Ja, das ist natürlich jetzt... Was macht er eigentlich auf Läufer A3, so einen ganz, ganz dummen Zug? Du möchtest matt setzen, richtig? Ja, ich mache jetzt Läufer A3. Man kann den Turm nehmen natürlich, man kann den Springer nehmen, man kann alles nehmen. Aber gegen Turm D8 hilft eigentlich nur noch Turm C8 und den nehmen wir auch. Ja, das ist nur eine kurze Verteidigung. Ja. Na, dann könnte der König immerhin über F7 weglaufen, aber dann hängt ja auch noch ein Springer. Also ich kann mir vorstellen, dass die meisten Zuschauer schon abgeschaltet haben, weil wir doch
vielleicht ganz gut stehen, aber was noch irgendwie Witziges erzählen oder so. Vielleicht hätten wir ja, das fällt mir immer sehr schwer. Aber okay, wir haben es tatsächlich jetzt geschafft, diese Partie zu gewinnen. Mit diesem Matt auf D8. Und ja, die Partie wurde eigentlich schon sehr, sehr früh entschieden, als unser Gegner hier zu Springer C6 griff. Er wollte uns ein bisschen nachahmen, aber das ging dann doch nach hinten los, weil Springer B5 hier unmittelbar Material gewann. Natürlich wäre in der weiteren Folge, vielleicht spielst du es einfach mal ab. Ja, nach E5, Springer H5 wäre natürlich noch eine Maßnahme gewesen, um diesen Läufer auf F4 und die Drohung E6 ein bisschen rauszunehmen. Ist vielleicht fast der einzige Zug hier, ne? Das kann sein, ja. Aber ich... Sieht auch noch nicht so schlimm aus jetzt für Schwarz. Also man hat mindestens E3 und Bauer mehr, aber vielleicht sogar... Ja, vielleicht Läufer G5, Dame G5, Springer C7. Ja. Eher nicht. Man kann auch Läufer C1, Springer schlägt E5, Dame schlägt D5 spielen, aber ich denke, wir hätten hier E3 gespielt, ganz solide. Springer hätte ja... Obwohl ich deine Idee mit Läufer G5 eigentlich ganz nett finde. Ja, aber der Springer kommt ja nicht raus, meistens. Aber in der Stellung? Ja, wir wollen ja nicht so viele Gegenchancen geben. Also hier haben wir einen Bauern mehr und ja. Das war aber natürlich eigentlich nicht die Intention von Läufer F4. Ich habe nicht geplant, dass er Springer C6 spielen würde und damit irgendwie gleich was einstellt. Aber in der Tat habe ich sogar mal gegen einen mehrere Partien gespielt und er hat jede Partie diesen Zug erneut gemacht. Manche sind einfach nicht lernwillig. Ja. Ja, das muss immer noch gut sein für Weiß hier. Irgendwie Springer F3, ja, E4 oder so etwas, oder C4. Das wäre auch schon gegangen. Sieht schon sehr gut aus. Aber ich glaube, hier das weiter zu analysieren, macht nicht viel Sinn. Hier hätten wir auch sehr, sehr viele gute Möglichkeiten gehabt. Aber ich sehe in der Zwischenzeit, dass wir zwei Challenges haben. Und ja die sehen sehr sympathisch aus. Und ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut, fangen ein neues Video an und dann geht's weiter mit diesem neuen Format Beratungsblitz Rapid-Ausgabe. Schnellschach-Ausgabe. Ja? Ja. Also, vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.